Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum neuen Wochenorakel. Hiyama Noheya Ma. Das mystische Heilfeuer transformiert das, was mich blockiert, sind die magischen Worte aus dem mystischen Heilgeist für diese Woche. So trägt diese Woche die Energie der Heilung und Transformation durch das mystische Heilfeuer. Du hast also in den nächsten Tagen die Chance, die Blockaden zu transformieren, welche dich an alten Dingen festhalten. Oft sind dies Strukturen aus Glaubensmustern aus der Kindheit oder aus früheren Leben. Somit trägt diese Woche die Chance, in der Heilung für dein inneres Kind voranzukommen. Prüfe für dich, wo du noch Verletzungen aus deiner Kindheit spürst, wo man dich vielleicht klein gemacht hat oder wo man dir Dinge verboten hat. Prüfe einfach, ob du Verletzungen der Liebe aus deiner Kindheit in dir trägst, welche dich jetzt hindern, dich selbst voll und ganz anzunehmen. Oder ob dich Glaubensmuster dazu bringen, immer wieder dieselben Fehler zu machen und dieselben Erlebnisse sich immer wieder wiederholen. In diesem Fall zeigt sich der Widerstand in der zweiten Karte mit diesen Worten. Divima ist Hama. Vertrauen begleitet mich. Diese Karte sagt aus, dass du noch nicht vollkommen vertraust und immer wieder ins Zweifeln gerätst, ob die Dinge, die du entschieden hast, richtig und gut sind. Prüfe nun für dich, ob du Herzensentscheidungen triffst oder ob du aus dem Verstand heraus entscheidest. Der mystische Heilgeist kann nur für dich wirken, wenn du aus deinem Herzen vertraust und entscheidest. Solange dein Verstand über deinem Herzen steht, blockiert er die Kraft des mystischen Heilgeistes. Versuche loszulassen von deinen Zweifeln und erkenne, dass deine Herzensimpulse dich sicher durch das Leben leiten und du der Begleitung deiner Seele vertrauen darfst. Sobald du dies verstanden hast, unterstützt dich die dritte Karte mit diesen Worten. Istama Noheya Ma. Diese Worte bedeuten, ich wirke mit Drachenkraft. Dies ist nun sehr interessant, denn die Drachenkraft steht für männliche Kraft und Logik. Sie transformiert letzte Widerstände aus dem Verstand und der Weg für das mystische Heilfeuer führt direkt in deinen Verstand. Dein Verstand wird sozusagen von allen Blockaden freigemacht. Das bedeutet, dass sobald das mystische Heilfeuer in dein mentales Feld einziehen kann, es für dich wirken wird. Denn nur dann kann es für dich wirken, wenn es im mentalen Feld einziehen kann. Jetzt können die Blockaden richtig geheilt werden und das mystische Heilfeuer beginnt dein mentales Feld mit deinem emotionalen Feld zu verbinden. Diese Verbindung hebt dich auf eine höhere Bewusstseinsebene, von welcher ein weiterer Schritt in das persönliche Erwachen erfolgen wird. Dies ist nun eine ganz große Chance für dich und ich wünsche mir, dass du dabei gut vorankommst. Falls du das Kartenset bereits besitzt, kannst du jetzt eine persönliche Karte ziehen, um zu erfahren, welche Energien dich zusätzlich in diesem Erwachensprozess unterstützen. Bevor wir nun die Worte der magischen Sprache gemeinsam laut aussprechen, wünsche ich dir eine angenehme Woche der Heilung und des Erwachens. Hiyama Noheya Ma. Divima
ist Tama. Ist Tama Noheya Ma. Hiyama Noheya Ma. Divima ist Tama. Ist Tama Noheya Ma. Hiyama Noheya Ma. Divima ist Tama. Ist Tama Noheya Ma.